Hallo Leute und herzlich willkommen nach der Charakterentstellung im Blade & Soul, Story-Geschichte. Weiß gar nicht, was passiert in der Story. Ich habe mir die noch nicht angeguckt, weil ich ja später das Ganze eh nochmal spielen möchte. Okay, also er holt uns aus dem Wasser, aber mehr will ich auch nicht spoilern, falls ihr das Spiel selbst im Januar antesten möchtet. Krass, ihr seid noch im Bett. Ihr seid noch im Bett. Das ist ungewöhnlich. Zieht euch an. Meister Hong wünscht ein Treffen. Warum fragt ihr mich? Ihr müsst los. Benutzt die Tasten. So, okay. Oh, das ist hier ganz normal. Papp. Und wir haben jetzt hier eine Uniform. Die wir... So, stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder Guild Wars gespielt. Und dann geht man natürlich ins Inventar und legt die einfach an. So wie überall. MNOs. Tja, man kann sich auch so von vorne angucken. So. So, wir gehen mal da runter. Reden auf jeden Fall mal. Hier gibt es halt dann solche kleinen Sachen, so eventmäßig. Okay, hier habe ich vorhin nicht an. Naja. Und Seelensterne erhalten. Tada. Okay. Ihr seht schon, jetzt sind wir noch ein bisschen. Immer verschläft er. Ich finde es süß, dass es vertont worden ist. Und wir wecken ihn jetzt auf. Hier. Und bei ihnen können wir dann die Quest abschließen. So. So, unten. So, das ist die Belohnung. Natürlich. Und... Ich glaube, es gibt eine Garderobe unter F3. Dann kann man auch so ein bisschen andere Outfits schon sich angucken. Ich weiß noch nicht wie. Kann man die? Genau, wenn man die anklickt, kann man halt so gucken, was da so auf einen zukommt, wie man sich später da gestalten. Oh, ist eine Kopfbedeckung, okay. Die wollte ich jetzt nicht unbedingt. Natürlich gibt es dann auch andere Uniformen, die, wow. Bei uns zum Beispiel nicht gehen. Aber wir gucken einfach mal. So. Und am Anfang haben wir halt so ein bisschen Quests, um die Steuerung halt kennenzulernen, wie das halt in MMOs immer so ist. Na, und dann redet man mit den Leuten. Der Meister bittet. Und jetzt haben wir schon den Sprint gelernt. Sind ein bisschen schneller unterwegs. Und die springen. Oder das größere Springen. So. Taste M, um Karte zu öffnen, drückt zweimal Taste W, um schnell an Orte zu reisen. Genau, wenn die Ausdauer an ist, dann geht das hier.
Und man sprintet halt länger. Später kommt dann halt noch so eine Art Fliegen noch hinzu. Das gibt er uns, glaube ich, jetzt. Ich skippe das Ganze mal. Der Früh. Genau. Das Gleiten. Das heißt, man springt hier ab. Das war jetzt ein bisschen fail. Aber Moment. Wenn man so macht. Hochhüpft. Und auf Gleiten drückt. Kann man gleiten. Gleichzeitig unter den Rock gucken. Was man halt so macht in MMOs, ne? Ich finde, bei den Kleinen sieht das ein bisschen süßer aus und ich werde euch das auch gleich mal zeigen, sobald wir hier aus dem... Obwohl, ich zeige euch das Kämpfen gleich mal bei den Kleinen, weil bei dem Kleinen bin ich halt ein bisschen weiter. Dann haben wir schon alle Skills soweit und können uns das schon ein bisschen anschauen. Hier kommen halt auch immer so Tipps in den Ladescreens, damit es auch nicht so langweilig wird. Es gibt nämlich auch Dungeons, die man zusammen besuchen kann. Und es gibt so viel in dem Spiel. So. Laden dauert ein bisschen. Okay. Wir gehen mal zu Irina. Sie ist eine Beschwörerin. Und wir gehen einfach mal ins Spiel. Natürlich kommt da nochmal ein Ladescreen, aber das ist jetzt nicht so. Und mit ihr bin ich, wie gesagt, halt auch schon ein bisschen weiter. An sich ist das Spiel echt schön gemacht und es hat sehr viel Potenzial, muss ich sagen. Jetzt verliere ich gleich meine Stimme. Ich weiß schon. und hier sieht man zum Beispiel, ich habe mir jetzt einen Begleiter gemacht. Oh, das ist Garfield. Und wir sind hier an der Küste und man sieht auf meiner Karte, hier sind massig an Quests, die ich halt einfach noch nicht gemacht habe. Wir haben hier so ein paar Sachen, die ich noch abschließen muss und sind sogar ein Level up. Okay. Stufe 20 erreicht. Okay. Wir haben hier heutigen Schatz öffnen. Ich glaube, es ist die letzte Zeit immer Weihnachtsstuff. Kann man sich dann halt auch angucken. Nee, konnte man das? Steuerung so? Nee. Steuerung so? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie man sich anstellen. Wir nehmen aber auf jeden Fall für Lindfrau habe ich. Für die Jinfrau. Nuyun. Erster Schnee. Hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall. Oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, Stille Nacht hatte ich. Weiß nur immer nicht, wo der hinkommt. Da. Nuyun. Achso, da ist das andere. Und den habe ich hier noch. Kann man in die Bug packen und ich hoffe, das kann man den anderen Charakteren dann geben. Sie kann auch natürlich dieses Gleiten und bei ihr sieht das ein bisschen süßer aus, finde ich. Da. Und wir sind ein Beschwörer, das heißt, wir haben einen Begleiter dabei. Das ist halt Garfield. Und wir fangen mal an. Dort oben habe ich auf jeden Fall hier noch eine Quest zu erledigen. Da muss ich noch so Viecher töten. Die da. Und die kann ich dann angreifen. Ich kann so Grassachen setzen, Dornfallen setzen. Meinen Begleiter angreifen lassen, den kann man auch steuern. Diese Gegner lassen aber Bomben fallen, um mich noch zu verletzen. Okay, und dann lösen sie sich natürlich auf. ich weiß gar nicht, muss ich euch auch töten? Oben wird dann immer angezeigt, ob man die Person angreifen muss. Dann ist so ein blaues Symbol daneben. Die müssen wir nicht angreifen, aber ihn hier. So, dann können wir wieder so eine Dornfalle machen. Wir können auch unseren Begleiter einen Takedown machen lassen und mit einem Hammer draufhauen lassen. Das ist ziemlich cool eigentlich. So. Jetzt aus Versehen den angegriffen. Ich wollte eigentlich den anderen angreifen. So. Aber es hat funktioniert. Dann greifen wir ihn nochmal an. Am besten ist halt wirklich dieses... Erstmal so... Ah, hat nicht funktioniert. Takedown-mäßige und draufhauen. Hier, die Gegner sind, glaube ich, schon ein bisschen unter meinem Level, deswegen fallen die auch so schnell um. Aber es gibt halt auch Bosse. Mit denen hat man auch ganz schön zu kämpfen. So. Ich glaube auch, das Ganze ist eher ein Content, den man im Team spielt. Ich finde es als Einzelperson hatte zum Beispiel eine Quest, ich musste gezwungen mit anderen Leuten zusammen spielen. Das habe ich aber jetzt schon angekreidet. Also ich habe den... Man kann immer nach so und so vielen Stufen immer
Umfragen abgeben und kann sagen, was man von dem Teil hält, den man bis jetzt gespielt hat, oder von den Mechaniken, die man in diesem Level-Zeitraum kennengelernt hat. Und wenn man dann, ich habe dann halt zum Beispiel offen geschrieben, dass ich es zum Beispiel schade finde, dass wenn man zum Beispiel alleine die Welt erforschen will, gerade für diese Aufgabe, weil die weiter, es darum ging, um weiterzukommen. Das sieht lustig aus, die Animation. Ja, dass man halt gezwungen ist, andere Leute mit anderen Leuten zu spielen. Ich bin jemand, der gerade so Welt-Content auch gerne mal alleine spielt und man könnte ja dann einfach das anpassen, dass sich das vielleicht ein bisschen skaliert oder irgendwas. Es funktioniert auch in Guild Wars und auch in anderen MMOs und klar, so richtig große Dungeons und so, die sollten dann schon darauf bestehen. Au. Aber, ja, wie ich es halt gesagt habe, oh. Töten wir mal. Ich glaube, für den gibt es extra Loot. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Der hat auf jeden Fall schöne, süße Attacken. Und sogar ein paar Leute. Sind auch hier online. So. Dann bringen wir Ima noch um. Das ist dann der 15. Und dann sind die Quests nämlich da alle weg. Dann sehe ich nämlich noch, wo andere Quests sind. Und man muss auch vorneweg schon sagen. Warte mal, ich will mal kurz auf U. Okay, hier sieht man halt. Man so alles benutzen kann. Und so 100 Teilschränke sind halt auch wieder so ein Quest-System. Erfolgspunkte, wie viel man hat. Das finde ich ganz cool. Ich weiß auch nicht, was man mit den Erfolgspunkten macht. Aber, okay. Dann nehmen wir doch gleich mal das mit dem Windwandeln. Geht nämlich ganz einfach. Das sucht man sich aus und dann macht man das. Das Ganze ist übrigens ein Free-to-Play-Game. Wie ich weiß. Man kann zwar Premium-Mitgliedschaft kaufen und damit einige Sachen sich einfacher machen, aber ob man das braucht, das ist halt dann jedem seine eigene Sache. Ich denke, man braucht sowas nicht. Unbedingt. Vielleicht mal einmal und dann ist gut, aber nicht unbedingt öfter. So, jetzt gehen wir mal die Quest ab. Achso. Ich glaube, mein Inventar ist voll, ne? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Und ich habe hier auch so ein Weihnachtsoutfit. Das habe ich auch freigeschaltet für sie natürlich als erstes, weil ich mit ihr gespielt habe. Und das ist schon ziemlich süß, muss ich sagen. Also es ist alles in allem. Es ist echt sehr, sehr süß gemacht. Und natürlich gibt es ja auch, hier unten, glaube ich, ein Dungeon. Den können wir ja mal reingehen. Eine Feldquest hat begonnen. Na, no, da muss man, glaube ich, irgendwie dahinter und sich erstmal durchkämpfen und da hinten jemanden besiegen. Das werde ich jetzt natürlich nicht mehr machen. Aber ich hoffe, euch so der kleine Einblick in Blade & Soul hat euch gefallen. Und ihr habt vielleicht auch Lust, das Ganze mal auszuprobieren, wenn es dann spätestens am. Ich habe schon wieder vergessen, wann. Wann das ganze 19. Januar rauskommt. Was ich noch gerne probieren wollte, das habe ich noch gar nicht getan, ist Emojis. Warte mal, ich weiß gar nicht, wie man in den Chat kommt. Ah, okay. Kann ich da unten? Emojis. Nee, okay. Aber kann ich? So, Fraktion, Clan, Gruppe, flüstern, sagen. Kann ich sagen. Hashtag tanzen. Weiß nicht, ob das geht. Nö. Hm. Es geht bestimmt irgendwie. Ich weiß nur gerade nicht wie. Achso, und Skills-Team hat das Ganze natürlich auch. Hab hier schon ein bisschen was
skillt, aber noch nicht wirklich viel. Kann man sich dann entscheiden, inwiefern die Wirkung sich beeinflussen soll. Ist auch ziemlich umfangreich schon. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und das sind so alles, was man halt so hat. Dinge, Nesseln, Dornenfelder. Was man so alles freischalten kann, belegen kann. Es ist auf jeden Fall genug. Man kann sogar den empfohlenen Weg gehen. Das heißt, man fällt aus, ich will eher in Dungeons gehen. Ich will eher alleine spielen, ich will eher das und das machen. Und dann wird einem das alles dann halt angezeigt. Finde ich auch ziemlich cool von der Machart her. Und ich würde sagen, ich hätte euch jetzt gerne gewunken und hätte gesagt tschüss und bye bye, aber ja, das ging wohl nicht. Was ich euch sonst noch, kann ich euch noch irgendwas zeigen? Ich glaube nicht. Ach, es gibt auch einen Ingame-Shop. Das kann ich euch noch sagen. Aber das wird dann halt, glaube ich, erst alles interessant später irgendwann. Deswegen danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal vielleicht in ein anderes Video von mir vorbei. Und ja, bis dahin. Ciao.